Die Diskurse des Christus der letzten Tage. Worte über den Dienst an Gott. Auszug. Wenn du als Kirchenleiter oder Mitarbeiter Gottes auserwähltes Volk beim Eintritt in die Wahrheitsrealität führen und ein gutes Zeugnis für Gott ablegen sollst, ist es ganz wichtig, die Leute anzuleiten, mehr Zeit mit dem Lesen von Gottes Worten zu verbringen und oft über die Wahrheit Gemeinschaft zu halten. Auf diese Weise können die Mitglieder von Gottes auserwähltem Volk ihr Wissen über Gottes Ziel bei der Rettung der Menschheit und den Zweck von Gottes Werk vertiefen. Sie können Gottes Absichten und seine verschiedenen Anforderungen an die Menschen verstehen und so ihre Pflicht angemessen ausführen und Gott zufriedenstellen. Wenn ihr euch versammelt, um Gemeinschaft zu halten und zu predigen, müsst ihr auf praktische Weise von eurem Erfahrungszeugnis sprechen und euch nicht damit zufrieden geben, Worte und Glaubenslehren zu predigen. Wenn ihr Gottes Wort esst und trinkt, müsst ihr euch darauf konzentrieren, die Wahrheit zu verstehen. Und wenn ihr die Wahrheit verstanden habt, müsst ihr versuchen, sie in die Praxis umzusetzen, und nur durch das Praktizieren der Wahrheit könnt ihr die Wahrheit wirklich verstehen. Wenn ihr über Gottes Worte Gemeinschaft haltet, sprecht von dem, was ihr kennt. Keine Angeberei, keine unverantwortlichen Bemerkungen, nicht bloße Worte und Glaubenslehren und keine Übertreibung. Wenn du übertreibst, verachten die Leute dich und du fühlst dich hinterher getadelt. Du bereust es und bist aufgebracht und du hast es dir selbst zuzuschreiben. Kannst du die Leute dazu bringen, die Wahrheit zu verstehen und in die Wirklichkeit einzutreten, wenn du nur Worte und Glaubenssätze predigst und sie schulmeisterst und sie zurückstutzt? Wenn das, worüber du Gemeinschaft hältst, nicht praktisch ist, wenn es nur Worte und Glaubenslehre sind, wird es nicht fruchten, egal wie sehr du sie schulmeisterst und zurückstutzt. Denkst du, wenn die Leute Angst vor dir haben und tun, was du ihnen sagst, und nicht zu widersprechen wagen, sei dasselbe, wie wenn sie die Wahrheit verstehen und sich unterwerfen? Das ist ein großer Fehler. Der Lebenseintritt ist nicht so einfach. Einige Leiter sind wie ein neuer Manager, der versucht, einen starken Eindruck zu machen. Sie versuchen, Gottes Auserwählten ihre neu gewonnene Autorität aufzuzwingen, damit jeder sich ihnen fügt und sie denken, damit würde ihr Job leichter werden. Wenn dir die Wahrheitsrealität fehlt, dann wird schon bald deine wahre Größe offenbart werden, dein wahres Gesicht wird aufgedeckt und du könntest durchaus ausgemustert werden. Bei manchen Verwaltungsarbeiten ist es akzeptabel, dass jemand zurechtgestutzt und diszipliniert wird. Aber wenn du unfähig bist, über die Wahrheit Gemeinschaft zu halten, kannst du Probleme am Ende immer noch nicht lösen und das wird sich auf die Ergebnisse der Arbeit auswirken. Wenn du, egal welche Probleme in der Kirche aufkommen, die Menschen weiter belehrst und beschuldigst, wenn du immer gereizt bist und dich dementsprechend verhältst, dann zeigt sich darin deine verdorbene Disposition und du hast die hässliche Fratze deiner Verderbtheit gezeigt. Wenn du immer auf einem Podest stehst und die Leute auf diese Weise schulmeisterst, dann können die Menschen mit der Zeit von dir nicht mehr mit Leben versorgt werden, sie gewinnen nichts Praktisches und verabscheuen dich und sind von dir angewidert. Darüber hinaus wird es einige geben, die, nachdem sie aufgrund von mangelndem Urteilsvermögen von dir beeinflusst wurden,
ebenfalls andere Schulmeistern und zurechtstutzen. Auch sie werden wütend und verlieren die Beherrschung. Du bist nicht nur nicht in der Lage, die Probleme der Leute zu lösen, du förderst auch ihre verdorbenen Dispositionen. Und führt sie das nicht auf den Weg ins Verderben? Ist das nicht ein Akt des Bösen? Ein Leiter sollte vor allem dadurch führen, dass er Gemeinschaft über die Wahrheit hält und die Leute mit Leben versorgt. Wenn du dich immer auf ein Podest stellst und andere belehrst, werden sie dann die Wahrheit verstehen können? Wenn du eine Zeit lang auf diese Weise arbeitest, werden die Menschen dich verlassen, wenn sie dich klar als das erkennen, was du bist. Kannst du Menschen vor Gott bringen, indem du auf diese Weise arbeitest? Sicherlich nicht. Alles, was du tun kannst, ist, die Arbeit der Kirche zu vereiteln und zu bewirken, dass Gottes auserwähltes Volk dich verabscheut und dich verlässt. In der Vergangenheit wurden einige Leiter und Mitarbeiter aus diesem Grund ausgemustert. Sie waren unfähig, über die Wahrheit Gemeinschaft zu halten, um tatsächliche Probleme zu lösen, die Leute beim Essen und Trinken von Gottes Worten zu führen, sie darin zu führen, sich selbst zu verstehen. Nichts von dieser wesentlichen Arbeit leisteten sie. Sie konzentrierten sich darauf, sich selbst aufs Podest zu heben, die Leute zu belehren und Befehle zu geben, im Glauben, sie würden damit die Arbeit eines Kirchenleiters tun. Im Ergebnis setzten sie die von den oberen angeordneten Arbeitsregelungen nicht um, noch führten sie konkrete Arbeiten gut aus. Alles, was sie neben dem Plappern von Worten und Glaubenslernen und dem Schreien von Slogans taten, war, sich selbst aufs Podest zu stellen und Leute blindlings zu Schulmeistern und zurechtzustutzen. Das hatte zur Folge, dass alle Angst vor diesen Leitern und Mitarbeitern hatten und sie mieden, und niemand wagte es, ihnen Probleme zu melden. Durch ihr Verhalten ruinierten diese Leiter und Mitarbeiter ihre Arbeit und brachten sie zum Erliegen. Erst als das Haus Gottes sie entließ, wurde ihnen klar, dass sie keine wirkliche Arbeit geleistet hatten. Mag sein, sie fühlten tiefe Zerknirschung, aber Bedauern nützt nichts. Sie wurden dennoch entlassen und ausgemustert.